Also wir können mal so davon ausgehen, dass Level 20 das höchste Level ist. Also für das es Zeug gibt. Man müsste halt für leichte Kriegskunst nur auf Geschicklichkeit und Wendigkeit gehen. Also so wie das aussieht, halt zwei Stufen Geschicklichkeit, eine Stufe Wendigkeit. Für weiße Magie zwei Stufen Weisheit, zwei Stufen Charisma. Lassen wir die beiden mal in Ruhe. Du verkaufst Ringe, die uns nichts bringen. Gut. Dann bist nur noch du da. Was hast du denn zu verkaufen? Neueröffnung, kommt her und staunt! Seid gegrüßt, mein Freund. Ihr habt die richtige Wahl getroffen. Bei mir findet ihr das köstlichste Obst auf ganz Xu. Aber am besten ist, dass meine Früchte nicht nur köstlich sind, sie haben auch eine heilende Wirkung. Und das ohne Aufpreis. Heilendes Obst? Ja, da staunt ihr, was? Kommt, kauft etwas, dann könnt ihr seine wundervolle Wirkung bestaunen. Ein Obstkorb kostet 2000 Gold, zwei Stück kosten 3500. Wie viele wollt ihr haben? 2000 Goldstücke für einen Obstkorb? Und das nennt ihr keinen Aufpreis? Papperlapapp, wenn ihr da im Staube liegt und blutet, dann kann mein Obst vielleicht die Heilung geben, die ihr dringend benötigt. Ist euch euer Leben keine 2000 Goldstücke wert? Ich werde es mir überlegen. Lebt wohl. Beehrt mich bald wieder! Gut. Das können wir uns dann mal ganz am Schluss antun, also den die Arena. Man sieht ja, die beiden Obstkörbe wären hier und hier dann. Und gegen die würden wir antreten, wahrscheinlich als erstes gegen die Meistergladiatoren. Wollen wir aber erstmal nicht. Wir wollen ins Zirkusviertel von Empyria zurück. Bitte? Mit unserem nächsten Training fortfahren. Was gibt es sonst? Ihr wart Ausbilder? Könnt ihr auch mir etwas beibringen? Ich bin müde. Lasst mich zufrieden. Ich denke vielmehr, ihr zittert vor Furcht und versteckt euch hinter dieser Branntweinflasche. Was? Ich und Angst? Ich zeige euch gleich, wer hier Angst hat. Dann trefft mich in der Arena. Gut, das wird dann wahrscheinlich die letzte Stufe sein. Auch wenn jetzt das Questlog irgendwie verbuggt ist, weil auf einmal die 40er wieder aufgeploppt ist. Bereit? Ja. Zeit zu sterben. Verteidigt euch. Zeit zu sterben. Ihr solltet doch irgendwann mal jetzt demnächst gucken wegen neuer Rüstung. Verteidigt euch! Auch wenn ich die Rüstung ungern hergeben würde, die ist nämlich toll. Zeit zu sterben! Eigentlich Zurück mit durch die euch! ganzen Resistenzen und die ganzen
Auf alle Elemente. Auf alle Attribute. Zeit zu sterben. Kann man die Rüstung eigentlich schlechter setzen, finde ich. Na komm, berserken wir mal, da geht das schnell zu Ende. Na gut, gut. Gut, gut für heute. So, das reicht. Das war ein guter Kampf. Ihr seid mittlerweile ein würdiger Gegner. Nur eins. Seid nur ehrenvoll, solange es euch nicht gefährdet. Ein Gegner wird euch auch nicht zu Atem kommen lassen, wenn es um sein Leben geht. Aber wenn ihr zu hinterhältig und grausam seid, verliert ihr die Gunst des Publikums und eurer Freunde. Wägt es also gut ab. Und nun verschwindet. Ich muss erst einmal meine geschundenen Knochen ausruhen. Erholt euch gut. Auf bald. So. So wie es aussieht, können wir noch ein letztes Gladiatorentraining machen. Nämlich auf Stufe 48. Ah! Mit dir wollte ich nicht reden. Ich wollte eigentlich in den Basaro. Und gucken, bei wem ich was verkaufen kann. Du hast Elementarzauber. So verkaufen wir bei dir uns Elementarzauber. Oh, Zauber Eiskohlen beschwören. Der wäre sogar gar nicht mal so unschön gewesen, der Zauber. So. Was ist mit dir? Was verkaufst du? Mörser und Ausrüstung. Ich habe einen Schildbrecher erhalten. Habe ich gerade aus Versehen wieder jemanden beklaut? Ja, ein Schildbrecher und eine Kugel des Universums. Auch gut. Du hast Heilmagie, also verkauft wir, also weiße Magie, also verkaufen wir an dich. Unsere weiße Magie. Ich hätte das noch sortieren sollen vorher. Also unsere weiße Magie. Dann nochmal zu dir, unsere restliche Elementarmagie verkaufen. Habe ich vergessen, auf Verkaufen zu klicken. So, du kriegst jetzt wieder unsere Weißmagie. So. Dieser Gegenstand ist unverkäuflich. Oh, du verkaufst auch Elementarmagie, okay. Keine Runen. Hm. Du würdest Runen verkaufen. Oh, nebenbei. Du wirst unser neuer Magier. Dir kann man auch gar nichts geben, weil du hast schon den Bogen. Auch gut. Hast Elementarmagie und hast Bogen. Okay. So. Hey. Ja, die mal sortieren. Die sind sortiert. Der da ist immer noch der Stärkste. Okay. Blöd, dass wir die Sachen von den Händlern nicht sortieren können.
Also dir verkaufen wir mal alle Runen, die wir hier unterhalb von Ankta haben. Was hast du? Du hast Mentalmagie. So. Du hast nichts, was uns interessiert. Und du hast schwarze Magie. Warum auch immer die weiße Magie da dazwischen geraten ist beim Sortieren, ist mir egal. Ich verkaufe sie trotzdem an dich. Und wir haben jede Menge Geld. Das heißt, falls ich bei einem der Händler hier noch eine schöne neue Rune finde, also auf der Seite sind wir alle Händler durch. Gucken wir doch mal bei den Händlern hier. Runen, okay. Nee, nichts Wertvolles. Aber wir können ihm unsere Runen verkaufen. Jedenfalls die hier. Den Metallisten behalten wir mal für den Fall, dass die Magierin nichts taugt. So. Okay. Das heißt, mit sehr viel Geld. Weil wir haben hier doch 871 Silber da drauf gerechnet. Hätten wir hier 929 Gold. Darauf gerechnet hätten wir über 19.000. Ist blöd, dass das Spiel die Umrechnung nicht ganz so gut gekriegt. Ja. Was wollte ich jetzt? In die Innenstadt von Kartei, weil wir wollten weiter in die Uhrwerkshallen. Und ja, hier oben die Zwergenstadt ist weg. Wie alles andere hier. Mal Blick werfen, welche Rüstung können wir gerade tragen? Die hier, die gibt Stärke aus. Die gibt eigentlich alles, nur halt nicht sehr hoch. Und passende Hose dazu. Nehmen wir mal kurz die beiden Sachen und machen den Direktvergleich. ...109 zu 94. Okay, Stärke wäre schon mal geringer. 76 zu 77. Okay. 124 zu 109. Nee, da könnten wir gleich aufhören.
Nein, es war immer noch am besten. Vor allem die plus 20 Resistenz jeweils. Gut, dann mal ab in die Uhrwerkhallen.